Heute gibt es noch den Zusatztipp in Sachen Verhandlungstango für alle Selbstständigen. Ich weiß, wenn ihr anfangt, ist es schwierig und ihr braucht Kunden und dann sagt er, naja, vielleicht weiß ich es auch noch nicht so genau, was ich tue. Ich will auch noch üben, ich fange ja erst an. Und wenn es wirklich so ist, dass ihr am Anfang noch nicht von den Kunden leben könnt, bitte nicht auf halbe Stunde Sätze gehen, außer ihr macht ein Erstangebot. Dann könnt ihr sagen, das Erstangebot gilt, danach gilt folgender Preis. Und ansonsten bitte sucht euch einen Brotjob, macht was auch immer, was die Miete bezahlt, dass ihr eine Sicherheit habt. Also schaut, dass ihr was anderes tut, als eure Stundensätze so niedrig zu setzen, weil von denen kommt ihr nie wieder weg. Wie wollt ihr dem Kunden sagen, ihr fangt mit 30 Euro an, ihr macht die Preise doppelt hinterher? Das funktioniert nicht. Also überlegt euch, welche Preise wollt ihr haben. Gebt, wenn, einen Nachlass, nur wenn was dagegen kommt. Und ansonsten sucht euch einen Brotjob, der euch derweilen ernährt.